Hallo und herzlich willkommen zurück zu Portal 2, zu dem Teil des Spiels, den ich immer wieder verkacke. Wheatleys Episode. Du lebst! Toll! Ja! Ich bereite gerade einen Test vor. Für dich, logisch. Für wen sollte ich es sonst machen? Also, wollen mal sehen. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Kein Problem, ich mache einen Ausgang. Für deinen Test. Sehr gut, weiter geht's. Nachdem ich den Strahl ausschalten sollte, dachte ich, ich hätte dich verloren. Ich begann nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg. Sind immer noch alle tot. Oh, aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Ernsthaft, freut euch schon mal drauf. Das klingt nicht gut. Okay. Ich brauche einen Würfel. Das mache ich, indem ich hier ganz schnell das und das mache. Darauf klicke und mich dann... Na? Ja, so geht's natürlich auch. Ja, das wusste ich. Ach man, du siehst immer so aus, als wenn du Angst hättest, wenn du so zitterst. So langsam habe ich das Gefühl, dass das alles Absicht ist. Ja. Allmählich nehme ich das persönlich. Es kommt mir mehr und mehr wie eine Beleidigung vor. Anders. Wir machen es anders. Genau so muss es sein. So. Jetzt ist nur die Frage, ob ich da alleine rüberspringen kann. Ich wette, nein. Genau, hier war was, was ich dingsen sollte. Dafür brauche ich aber den schönen Cube wieder zurück. Aber wunderbar, langsam klappt das Nachdenken wieder. Besser als letzte Folge. Dahin. Dahin. Genau, so sollte es sein. Wuhu! Ja. Ihr zwei werdet diese Riesenüberraschung einfach nur lieben. Ja, man könnte sogar sagen, ihr werdet sie lieben bis in den Tod. Ihr werdet sie lieben, bis sie euch tötet. Alles Paletti? Ich weiß nicht, ob ihr darauf achtet, was ich euch hier so erzähle, aber... Ja, danke. Verstanden. Glaube ich auch langsam. Okay, wir haben Boing Boing G, wir haben Geschütztürme, wir haben uns selber, wir haben
Portale halt, ne? Nur noch drei Kammern bis zur Riesenüberraschung. Ach so, die Ringe sind dafür gedacht. Ah, aha, aha. Ich weiß, wie man den unter anderem zerstören kann mit einer Geschütztürme, aber das kriege ich in der Regel nie hin. Deswegen mache ich es heute noch nicht. Ich muss da irgendwie rüberkommen, glaube ich. Ja. Genau. Boing. Und jetzt also ganz schnell wie, einmal da durchlaufen lassen und dann hier orange. Hier muss er nach oben. Interessant, interessant. Das sollte funktionieren. Ich müsste hier runter, dann einmal darauf und dann rüberspringen. Oh, du hast es gelöst. Schön. Wie schön für dich. Und sollte doch wegen des Testanzugs eigentlich fast irre sein. Und er hat eine Überraschung für uns. Was hat er dort gefunden? Ich befürchte nichts Gutes für uns. Ich wette, ihr platzt schon fast vor Neugier wegen der Überraschung. Nur noch zwei Kammern. Uns läuft die Zeit davon. Wir können vielleicht in der nächsten Kammer ausbrechen. Spiel einfach mit. Was haben wir? Wir haben Cubes. Wir haben Cubes, die uns erschlagen. Wir haben diese Didididida und Umkehrungs. Was ist das denn hier? Interessant. Wir haben Laserstrahlen, also Laserwände und Sprungfedern. Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an die eine Testkammer, wo Beauty uns dann rausgeholt hat. Und dann so, Überraschung! Die Überraschung ist etwas früher. So ein Feeling habe ich gerade. Vor allem, weil die Hälfte von den Sachen, die angegeben worden ist, einfach nicht da ist. Überraschung! Wir machen sofort! Du hast es sicher schon gemerkt, aber ich brauche dich nicht mehr. Ich habe zwei kleine Roboter gefunden, eigens fürs Testen gebaut. Oh nein, er hat die Kooperationsinitiative entdeckt. Meine
Fall bringe ich dich um. Hier tötet er dich. Ein Geistesblitz. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind tödlich. Aber was fehlt da noch? Viele Nein. Mach das nicht. Stell dich hier hin. Maschinal. Wo stellst du? Komm zurück! Ernsthaft, komm zurück, bitte. Komm zurück. Oh, du bist zurückgekommen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Die Todesfalle kann ich nicht wieder aufbauen. Oh, spring doch einfach mal da in die Grube. Tust du das für mich? Spring da mal runter. Spring doch mal eben in die Grube da vorne. Die tödliche Grube da. Du fragst dich bestimmt, warum sollte ich da in die Grube springen? Jetzt rate, wer da unten auf dich wartet. Deine Eltern. Du wurdest doch nicht adoptiert. Da in der Grube warten deine leiblichen Eltern auf dich. Ich hätte es dir schon früher sagen sollen, mein Versäumnis. Also spring rein, direkt in die Arme von Mami und Papi. Oh, und rate, was noch da unten ist. Deine Eltern und ein Fahrstuhl. Toll, was? Hätte ich dir schon früher sagen sollen, aber egal. Also, ein kleiner Sprung und du findest deine Eltern und den Fahrstuhl in die Freiheit. Und was gibt es noch Schönes da unten? Ja, genau, ein neuer Overall. Ein ganz schickes Ding, der letzte Schrei aus Paris. Liegt da unten für dich in deiner Größe. Und wenn er zu weit ist, haben wir da unten auch gleich einen Schneider, der ihn für dich ein bisschen enger macht. Und was sehe ich da noch? Eine hübsche Handtasche und das Portalgerät. Liegt alles da unten. Und eine Yacht liegt da vor Anker. Und Jungs sind da, haufenweise stramme, gut aussehende Burschen. Vielleicht sogar dein lang ersehnter Traumprinz, wer weiß. Aber eine Augenweide, das sind sie alle. Und ach, sogar eine ganze Boyband. Die haben alle seit Jahren keine Frau mehr gesehen. Und die sind auch überhaupt nicht wählerisch, denen ist es egal, dass du einen Hirnschaden hast und nach Schweiß riechst und ein Bauernhof mit ganz vielen niedlichen Ponys und, oh, komm, jetzt spring doch einfach runter, okay? Na schön, ich habe beschlossen, dich nicht umzubringen, ja? Wenn du zurückkommst. Ach, ich denke an die gute alte Zeit, als wir noch Freunde waren. So richtig gute Freunde. Und ich sagte, komm zurück. Und du sagtest, ja, Mann, kein Problem. Und dann kamst du zurück. Wo sind diese Zeiten nur hin? Ja, rate mal. Mir ist aufgefallen, dass du nicht zurückkommst. Ich bin enttäuscht. Oh, ich habe eine Idee. Mögen die Spiele beginnen. Oh, der arme Cube. Was hat er dir getan? Der Cube! Wieso? Ich finde, das da hinten sieht so aus, als würde da die Sonne scheinen. Ha, Todesfalle! Bringen Sie dich um? Hi! Sie um, oder nicht? Sie bringen dich in aller Stille um, vermutlich, würde ich mir so denken. Vielleicht haben die Türme gelernt, Würgeeisen zu verwenden. Das wäre eine Erklärung für das extrem leise Töten, das ich höre. Wenn du im Sterben liegst, aber noch nicht ganz tot bist, stampf einmal mit dem Fuß auf. Wenn du tot bist, gibt's natürlich kein Stampfen. Und zweimal stampfen, wenn du nicht tot bist. Also nochmal zum Mitschreiben. Wenn du im Sterben liegst, einmal stampfen. Wenn du tot bist, vergiss das Stampfen. Und wenn du nicht tot bist, dann stampf zweimal mit dem Fuß auf.
Ich würde es dir sagen, wenn ich tot wäre. Ist eine Frage der Höflichkeit, des zivilisierten Miteinanders. Darum würdest du es mir bitte sagen? Ich wäre eigentlich die ganze Zeit darauf hinaus. Okay, das scheint jetzt lang genug zu sein. Bist du schon tot? Dass man das als Babywache einsetzen kann. Und jetzt? Ich nehme mich mit. Flog denn gerade dein von Kugeln durchsiebter Körper aus dem Raum? Das war... Oh nein, das waren ja die fehlerhaften Türme. Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Ist er jetzt und runtergefallen? Jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar, glaube ich. Okay, dahinter und dann. Ich wollte den kaputten mitnehmen. Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar, glaube ich. Ich frag mich, wie viel Spaß der Synchronsprecher hatte, wie die zu sprechen. Ah, verstehe. Raffiniert. Sehr raffiniert. Aber auch dumm. Wie Blingelband. Listig. Nein. Fein. Endlich eine Gegnerin, die meinem enormen Intellekt würdig ist. Holmes gegen Moriarty. Aristoteles gegen den Stampfer des Todes. Still halten, bitte. Nicht mehr bewegen. Oh, oh, da bin ich fast schon erwischt. Die werden mit eingesaugt. Wo steckst du? Wo steckst du? Komm zurück! Schön, um wahr zu sein. Hallo? Boing. Oh, 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 ja, ja, alles klar. Ich kam da gerade eine tolle Idee. Bin gleich wieder da. Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin. Hier oben. Springt, meine Lieben, springt! Ups. Im Tieftemperaturbereich, dann 10 Jahre in der von mir geschaffenen Kammer
in der man von allen Robotern angeschrien wird. Und dann töte ich ihn. Super, da bist du ja. Lass mich nur mal gegen diesen Schläg loswerden. Das war knapp. Ich muss dann mal kurz mit dir reden, wenn's recht ist. Ich will ehrlich sein, die Todesfallen waren bislang nicht das Gelbe vom Ei. Für uns beide, da gibst du mir sicher recht. Außerdem kommst du allmählich meinem Versteck gefährlich nahe. Versteck, jetzt habe ich's zum ersten Mal gesagt. Es klingt vielleicht banal, aber es ist ein angemessenes Versteck für Bösewichte. Düster und tödlich. Und ich will dir nur die Chance geben, dich schon jetzt zu entsorgen, bevor du in mein Versteck eindringst. Du könntest zum Beispiel in den Stampfer da springen. Keine Falle diesmal, eher eine Art Alternativtod. Klingt verrückt, ich weiß, aber lass dir eins sagen. Sobald du in meinem Versteck bist, gibt es keine Alternativen mehr. Dann gehört der Tod zum Pflichtprogramm. Keine Tricks, keine Überraschungen. Nur du und ich und ein grausamer Todeskampf. Du siehst, gleich hier Schluss zu machen ist das günstigere Angebot. Du musst dich nicht bis zu meinem Versteck durchkämpfen, wo doch hier so ein bequemer Tod in greifbarer Nähe liegt. Und es ist ja keine Falle, ich schwöre. Du gehst den Tod hier absolut freiwillig ein. Und obendrein tust du mir damit noch einen großen Gefallen. Der Stampfer funktioniert übrigens, keine Angst. Früher hatten wir damit manchmal Probleme. Dieser Stampfer aber funktioniert tadellos und du kannst dich auf deinen Tod verlassen. Wenn du also deswegen nicht reinspringen willst, sei unbesorgt. Du kommst ganz sicher darin um. Nicht völlig schmerzfrei, versteht sich, aber du wirst einwandfrei zermalmt. Also nochmal, lauf entweder in dein sicheres Verderben oder bring... Okay, das fasse ich dann mal als Nein auf. Schön, dann also, möge der Bessere gewinnen, möge der bessere Roboter gewinnen. Das hört sich doch gleich viel sympathischer an. Mal sehen, ob das klappt. Ja. Sehr schön. Aber... Du meine Güte, was hat er nur getan? Alter, wie riesig ist diese Anlage? Ich dachte, unten, das wäre ja schon riesig. Was ist das hier? Okay, ist da, warte da. Falsch. Ah, ja, stimmt. Nicht so, sondern andersrum. Klar. Wir haben ja hier was. Und an jedem anderen Tag hättest du recht. Die Wissenschaftler haben dauernd Kerne an mir befestigt, um mein Verhalten
Naja, Carol, dann bloß halt, ne? Summen, ne? Wenn die Anzeige da oben stimmt, zerstört sich das Gebäude in etwa 6 Minuten selbst. Und zwar komplett. Ich bin ziemlich sicher, dass da mit dem Licht etwas nicht stimmt. Die Anzeige ist kaputt. Falls nicht, muss ich dich in jedem Fall töten. Das hatten wir ja schon besprochen. Dafür brauche ich 3 Minuten, dann 1 Minute Pause und dann bleiben noch 2 Minuten, um alles abzuschalten, was das ganze Feuer hier verursacht. So sieht der Plan aus. Außerdem habe ich auf Band, wie du sie getötet hast, und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender 4-Stufen-Plan. Erstens, keine Portalflächen. Zweitens, Nervengift sofort freisetzen. Drittens, bombensichere Schilde für mich, damit direkt. Viertens, Bomben, um dich zu bewerfen. Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es ein bisschen fairer und lassen wir das Nervengift weg. Das war natürlich nur ein Witz. Adios. Nervengiftbelastung erreicht Maximum in 5 Minuten. Ganz schön überzeugend, was? Aber eigentlich nur eine künstlerische Darstellung deiner selbst. Du bist nämlich in meine Falle getappt. Ich wollte, dass du mich dazu bringst, die Röhre zu sprengen. Aber in Wirklichkeit habe ich nur so getan, als wie sich dich dazu. Kernbeschädigung bei 50%. Belüftungssystem blockiert, Nervengift offline. Reaktorexplosion in 4 Minuten. Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Was hast du gemacht? Was ist passiert? Moment! Die verdammten Bomben! Ah! Wo denn? Wo denn? Wie ist die Lage? Da! Ich bin Rick. Du suchst hier wohl nach einem kleinen Abenteuer. Kämpfst du gegen den Typ? Alles unter Kontrolle? Sieht nach einer brandheißen Situation aus. Hi. Hey, eine Karte in Ruhe. Das bedeutet Ärger. Ziemlich hässliche Lage für so eine hübsche Frau, wenn ich das so sagen darf. Ich will dir keine Angst einjagen, aber ich bin eine Abenteuereinheit. Entwickelt für Gefahr. Nimm dir eine Pause und tu, was Mädchen so tun. Ich übernehme jetzt. Hier, in. Warnung. Kernbeschädigung bei 75%. Countdown für Reaktorexplosion zerstört. Notfallpräventivmaßnahme eingeleitet. Die Anlage wird sich in 2 Minuten selbst zerstören. Genug jetzt! Was habe ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Aber du hörst mir ja nie zu, du Schweiß! Und du Verbot! Da oben. Wieder bleibt das Flugzeug erfanden, musste jeder, der fliegen wollte, erst 100 Kilo Helium essen.
Der erste Mensch, der bewies, dass Kuhmilch trinkbar ist, war sehr, sehr gut. Bevor 1912 das Ü-Ei erfunden wurde, gab es nur Ruhe-Eier mit Schale oder gekochten Kieselstein zum Frühstück. Marie Curie entdeckte den Nutzen der radioaktiven Strahlung sowie den Tod durch radioaktive Strahlung. Gleich sterbe ich, aber du bist schuld. Warnung, Kernbeschädigung bei 100%. Manuelle Kernaustausch erforderlich. Oh, verstehe. Ersatzkern, bereit für den Einsatz? Ja, beschädigter Kern, bereit für den Einsatz? Was denkst du? Interpretiere ungenaue Antwort als ja. Nein. Kein Sarkasmus diesmal. PAD entdeckt. Feuer in der PAD-Auflösungsanlage. Lösche Feuer. Nein, das GG weg. Das hat sich damit erledigt. Hätte ich nur ein bisschen früher wissen müssen. PAD-Auflösungsmitarbeiter, drücken Sie die PAD-Auflösungstaste. Drück nicht auf die Taste! Fast geschafft! Drück den Knopf! Nein! Lass es sein! Ich sagte nicht drücken! Drück ihn! Drück den Knopf! Drück nicht die Taste! Drück ihn! Nicht drücken! Komm zurück! Drück den Knopf! Teil 5! Ah. Eine Bombe für die PAD-Taste! Was? Du lebst noch? Du machst Witze! Du willst mich auf den Arm nehmen! Ich habe immer noch die Kontrolle und keine Ahnung, wie ich diesen Laden hier in Ordnung bringen soll. Du musst es ja unbedingt Katz und Maus spielen, während alle anderen sich abgerattert haben. Und jetzt müssen wir alle den Preis dafür zahlen, denn wir werden alles samt und klanglos runtergehen. Ja, toll. Schau dir noch ein letztes Mal deinen kostbaren Menschenmut an. Wir können dir jetzt auch nicht mehr helfen. Als Carolyn lernte ich eine wichtige Lektion. Ich dachte, du wärst mein größter Feind und warst doch die ganze Zeit mein bester Freund. Als Carolyn lernte ich eine weitere wichtige Lektion, wo Carolyn in meinem Herrn lebt. Carolyn gelöscht. Leb wohl, Carolyn. Beim Löschen von Carolyn habe ich eben eine wichtige Lektion gelernt. Die beste Lösung eines Problems ist meist die einfachste. Ehrlich. Dich zu töten ist schwer. Weißt du, wie mein Leben früher war? Ich führte Tests durch. Niemand tötete mich, steckte mich in eine Kartoffel oder verfütterte mich an Vögel. Ich hatte ein schönes Leben. Doch dann kamst du. Du gemeingefährliche, stumme Wahnsinnige. Weißt du was? Du gewinnst. Bitte geh. Es war schön. Komm nicht zurück. Thank you.
pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom? Like you, maybe not quite as heavy. Now little Carolyn is in you too. One day they woke me up so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your short set life left. That's what I'm counting on. I'll let you get. Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else. So viel Weltraum. Ich muss alles sehen. Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Ich wünschte wirklich, ich könnte alles ungeschehen machen. Und das nicht nur, weil ich hilflos im Weltraum treibe. Bin im Weltraum. Ja, ich weiß, Kumpel. Tja, wir sind beide im Weltraum. Weltraum! Jedenfalls, weißt du, was ich sagen würde, wenn ich sie noch einmal wiedersehen könnte? Ich bin im Weltraum. Ich würde sagen, es tut mir leid. Aufrichtig leid. Ich war herrisch. Und unbarmherzig. Und ich bereue es von ganzem Herzen, das kannst du mir glauben. Bin im Weltraum. Ende. Ja, Ende. Das war Porte 2, meine Lieben. Ach, ich mag das Ende. Ich meine, ich finde es ein bisschen traurig für Vidi, dass er jetzt im Weltraum ist. Für eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Ich find's cool, dass man ein Portal auf den Mond schießen kann. Das ist nochmal so eine schöne Referenz dazu, dass die Portale überhaupt durch Mondgestein möglich waren. Naja, dann haben wir das Kapitel abgeschlossen. Ich bin schon gespannt auf die nächste Geschichte, die ich dann spielen werde. Und dann wünsche ich euch wieder ein schönes. Man sieht sich. Tschüssen. Bagag.